Vor 800 Jahren wurde in Leipzig ein Knabenchor ins Leben gerufen, der heute Weltruhm genießt. Die Thomaner bringen ihren glasklaren Gesang einem begeisterten Publikum auf allen Kontinenten zu gehören. Der Preis, den die Zöglinge neben ihrer humanistischen Ausbildung für ihre musikalische Perfektion zu bezahlen haben, ist viel Leistung, noch mehr Disziplin und wenig Zeit für sich selbst. Ein Dokumentarfilmteam hat den Chor ein ganzes Schuljahr lang begleitet. Leipzig, Thomaskirche 2012. Der Thomanerchor singt. So wie vor 50, 100 oder 500 Jahren. Er singt seit 1212. 800 Jahre Thomanerchor, da denkt man sich erstmal, 800 Jahre, wie haben die das denn überhaupt gemacht? Das eben zu erhalten, da steht man erstmal davor und denkt sich, nee, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und im selben Augenblick wird einem dann bewusst, warte mal, ich bin doch gerade Teil davon. Ich mache das doch eigentlich gerade weiter. Ich sorge doch dafür, dass sich in 200 Jahren wieder Leute sagen, was, 1000 Jahre, wie haben die das denn eigentlich geschafft? Hallo. Bist du aufgeregt? Ja. Wirklich? Ein bisschen. Och, brauchst du nicht. Die im Chor aufgenommen werden, wollen da unbedingt hin. Und wir haben sehr viel mehr Eltern getroffen, die da sagten, eigentlich wollten wir das gar nicht. Wir wollten das Kind nicht loslassen, jetzt schon. Es ist halt was Besonderes, in so einem Chor mitsingen zu dürfen. Es ist ja einer der bekanntesten Chöre auf der Welt. Das ist auch gut für die Bildung, weil man lernt da was und ja, und auch dazu. Mama, Mama! Kriegen wir den noch? Kriegen wir auch den noch? Knapp 100 Thomaner leben im Internat. Ein Leben zwischen dreigestrichenem C, Chorprobe und Freitagsmotette. Bach, der berühmteste Thomaskantor, kam 1723 nach Leipzig. Komponierte für seine Thomaner und dirigierte sie in der Thomaskirche. Noch heute singen sie dort, bei der Freitagsmotette, aber auch Samstag und Sonntag. Freizeit ist knapp. Im Internat leben die Jungs in kleinen Gruppen, Ältere mit Jüngeren wie in einer WG. Ein hierarchisches System, das auf gegenseitiger Rücksichtnahme, strenger Aufgabenverteilung und Leistungsbereitschaft beruht. Weißt du, wo will ich in 2 Jahren hin haben? Da hoch. Das sind die 16 Besten, da wollen wir dich in 2 Jahren sehen. Alles klar? Ja, die Neuen haben es ja nicht so einfach, in diesen straff organisierten Tagesablauf gleich reingeworfen zu werden. Nach der Schule halt gleich rüber in den Kasten, Ranzen abstellen, zum Mittagessen gehen, Viertelstunde essen, ist halt nicht viel. Dann zur Probe, gleich zur ersten Registerprobe am Montag und dann abends Gesamtchorprobe und Dienstag, dann nochmal dasselbe Mittwoch, dasselbe Donnerstag, eben bis Freitag, wo wir dann ja, eben das Programm für die Motette können müssen und wo die dann tatsächlich Leistung erbringen. 19 heißt. 19 ist eine 1 und eine 9. Für eine neue Bach-Kantate hat Georg Christoph Biller, der 16. Thomaskantor nach Bach, eine Woche Zeit. Manche Chöre proben da Monate. Warum, was ist denn hier los? Das ist so schwer nicht. Wir müssen das können. Und zwar heute. Der Thomanerchor wird gemessen an den Profikören dieser Welt. Der Chor erneuert sich ja alle 3 Jahre komplett. Nicht, weil jemand geht, sondern weil sich die Kinder und Jugendlichen entwickeln. In ihrer Stimme, körperlich, der Übergang von der Knabenstimme zur Männerstimme und so weiter. Und dann das Niveau zu halten, das ist die eigentliche künstlerische Herausforderung. Also für mich ist das ja alles neu. Ich hatte gestern, musste ich 2-mal weinen. Ich hatte großes Heimweh. Ich habe einen Bettnachbar, mit dem habe ich letzte Nacht gesprochen. Der hat mir ein bisschen über das Thomaner-Leben erzählt und auch gesagt, dass das ganz normal ist, dass man dann Heimweh hat. Musik zur Verehrung Gottes, Musica Sacra. Sie hat den Chor durch die Jahrhunderte getragen, durch Hunger, Pest und 30-jährigen Krieg.
Bach und seine Musik konnten auch die Nazis nicht ideologisch vereinnahmen, auch wenn die Thomaner 1937 in die Hitlerjugend eingegliedert wurden. Man sang in der Kirche, auch zu DDR-Zeiten, obwohl der damalige Thomaskantor Rotsch IM bei der Stasi war. Jedes Jahr geht der Chor auf Auslandstournee. Im Teatro Colón in Buenos Aires warten 3500 Zuhörer auf die H-Moll-Messe. Die Thomaner sind Kinderstars und Künstler, aber das hat seinen Preis. Wir müssen sehr nach vorne singen und man muss auch im Gesicht sehen, was ihr singt. Auch wenn er jetzt gerade nicht zuhört, was mich wahnsinnig nervt. Ich merke das ganz genau. Jeder Raum ist anders und dieser Raum hat mit Thomas Kirche nichts zu tun. Ich habe für mich gemerkt, dass halt an sich die 9 Jahre schön waren und mich auch sehr geprägt haben und mich auch zu dem gemacht haben, was ich jetzt bin und ich damit gut leben kann. Aber die Dinge, die man dann doch aufgibt, waren für mich teilweise wirklich zu groß. Es gibt sicherlich Typen, die dort perfekt aufgehoben sind und andere, die vielleicht dort Probleme bekommen, weil sie sensibler veranlagt sind oder allgemein mehr Rückzug brauchen. Aber ich glaube, für die, die dort wirklich aufblühen, und da gibt es wirklich genügend Beispiele davon, für die ist es den Preis durchaus wert. Ja, ich finde gerade die Passionszeit jetzt sehr schön. Die Lieder aus der Johannespassion. Und mit Orchester, das ist schon cool. Mir gefällt das, dass es eigentlich fast den ganzen Tag Probe ist. Also manchmal ist es natürlich schon anstrengend. Aber die Musik hat dann immer irgendwie gestärkt. Man kann es sich selbst nicht erklären, aber irgendwie hat sie dann irgendwie Glück gebracht. In Japan, Korea und England singt der Chor im Jubiläumsjahr. Die Karfreitagspassion aus der Thomaskirche wird von Rundfunk und Fernsehen übertragen. Weltweit.